Es ist morgens um 7. So früh hat in der Familie Edström noch niemand Lust auf ein ausgiebiges Frühstück. Evelina, die älteste Tochter, war in derselben Privatschule, in die jetzt auch ihre Schwester Silje geht. Die Mutter ist Grundschullehrerin, der Vater arbeitet in einem Unternehmen für Bauprojekte. Eine Mittelstandsfamilie, die sich bewusst dafür entschieden hat, die Kinder auf eine Privatschule zu schicken. Am Anfang war es eine Flucht vor der kommunalen Schule. Dann hat uns das Konzept immer stärker beeindruckt. Es war etwas anderes und es war etwas Neues. Wir wollten bewusst das wählen, was für unsere Kinder am besten ist. Beim Kindergarten wie bei der Schule. Wir haben uns auf dem Markt umgesehen und dann das ausgewählt, was wir für am besten hielten. Dafür nimmt die 14-jährige Sinje einen langen Schulweg auf sich. Eine Stunde ist sie unterwegs. Zuerst mit dem Rad, dann mit dem Bus und der U-Bahn. Die kommunale Schule wäre näher gewesen. Schön ist das Gebäude von Sinjes Schule nicht. Der Aktiengesellschaft Kunskapsskolan geht es mehr ums Innenleben. Dies ist eine von 33 Einrichtungen, die das Unternehmen betreibt. Schulgeld müssen Sinjes Eltern nicht bezahlen. Das ist den schwedischen Privatschulen untersagt. Sie dürfen sich ihre Schüler auch nicht aussuchen. Das Wort Elite hört man hier nicht gerne. Man will mit der Art des Unterrichts überzeugen. Bei Sinje hat das funktioniert. Hier übernimmt man so viel Eigenverantwortung. Jeder kann auf seinem eigenen Leistungsniveau arbeiten und muss sich nicht mit dem Gedanken stressen, wie weit wohl die anderen in den einzelnen Fächern sind. Ich entscheide alles selbst. Das finde ich toll. Die Lehrer betreuen die Schüler so individuell wie möglich. Es gibt kaum traditionelle Klassenzimmer. Die Unterrichtsmaterialien finden die Jugendlichen über ein Internetportal der Kunskapsschule. Sie lernen in Workshops, zusammengewürfelt je nach Leistungsniveau. Neben den offenen Schulräumen gibt es auch die kleinen Rückzugsbereiche für Arbeitsgruppen. Alles einsehbar. Und so können die Schüler auch ihrem Rektor bei der Arbeit zusehen. Christian Wettel verweist stolz darauf, dass die Jugendlichen aus allen Schichten der Gesellschaft kommen. Das schwedische Finanzierungssystem für Schulen kommt ihm da entgegen. Es gibt das kommunale Schulgeld. Jedem Schüler steht Geld von der Gemeinde zu. Diese Summe bekommt die Schule seiner Wahl. So werden wir finanziert. Je mehr Schüler, desto mehr Geld. Privatschulen wie die Kunskapsschule wollen beweisen, dass auch im Bildungswesen Gewinne erwirtschaftet werden können. Für den Leiter der Aktiengesellschaft bleibt dann Raum für Träume von Unternehmenswachstum und neuen Schulen. Wir verteilen kein Geld an unsere Aktieninhaber, sondern investieren wieder in die Schulen. Aber das muss nicht immer so bleiben. Zurück in der Schule. Jeden Tag besprechen die Lehrer, was unterrichtet wird. Von ihnen wird ein hohes Engagement erwartet. Je größer ihre Erfolge, desto höher ihr Gehalt. Die Löhne werden durch Leistung festgesetzt. Wir machen Umfragen, um herauszufinden, wie zufrieden Eltern und Schüler mit den Lehrern sind und welche Noten die Schüler bringen. Das bestimmt dann zum Teil, wie hoch das Gehalt der Lehrer ist. Frederik Nüslin ist der Betreuungslehrer von Sinje. Einmal in der Woche hat er ein Gespräch mit seinen Schülern. Mit dem sogenannten Logbuch werden die Lernfortschritte individuell geplant. Der Lehrer ist von diesem System überzeugt und glaubt, dass die Konkurrenz zwischen kommunalen und privaten Schulen nur Vorteile haben kann. Wir stehen in ständigem Wettbewerb miteinander. Die öffentlichen Schulen müssen sich auch anstrengen. Sie sind nicht bedroht, es gibt ja viele gute, aber sie müssen besser werden, weil es immer mehr Privatschulen gibt, die ihnen die Schüler wegschnappen. Das führt hoffentlich zu besseren Schulen für alle in Schweden. Privat oder öffentlich, für Sinje spielt das keine Rolle. Hier geht es nur um den Unterricht. Je individueller, desto besser, findet sie. Eigentlich gibt es nur einen Nachteil. Die Schüler kennen sich nicht mehr so gut. Wenn man nur einmal in der Woche zusammen lernt, ist das zu wenig. Aber das nimmt Sinje in Kauf.